Hallo, ich bin Lisa von dem Kanal Kreative Jeans. Das ist mein erstes YouTube-Video und auf meinem Kanal wird es um meine Tiere, also meine Chinchillas, ich habe auch andere, aber hauptsächlich um diese gehen. Und halt über, ja, Kreativität. Also über Basteln, Malen oder Bauen für die Chinchillas. Ich habe zwei. Ich fange mit Hope an. Ich stelle sie euch jetzt alle mal vor und es sind halt nur zwei. Und dann stelle ich mich kurz vor. Also fangen wir mal an. Also Hope ist die schwarze, die blende ich euch gerade ein. Sie ist mittlerweile 6 Monate alt. Sie lebt seit Ende September bei mir und sie ist ganz süß. Ich mag sie sehr. Sie klettert gerne, sie badet voll gut und sieht immer voll putzig aus, weil sie wäscht sich immer erst die Pfötchen, dann wäscht sie sich ganz. Sieht wirklich toll aus. Wenn ich mal filme, wenn ich einen Film bekomme, dann zeige ich es euch nochmal. Dann gibt es noch Chichi. Da ist sie. Sie ist grau. Sie ist grau-weiß. Ganz, auch ganz putziges Tier. Sie ist 2 Jahre alt und sie habe ich seit Ende Juli. Sie kommt leider aus schlechter Haltung. Also sie wurde am Schwanz gezogen, hat in einem viel zu kleinen Käfig gelebt. Hat keine gute Ernährung gehabt. Sie kannte gar nichts. Wirklich gar nichts. Sie kannte kein Leckerli und nichts. Also, ich fand es traurig. Aber mittlerweile kennt sie schon relativ viel. Sie frisst dann mittlerweile fast alles und das, was ihr schmeckt, natürlich. Aber sie wurde halt auch am Schwanz gezogen und deshalb hat sie halt kaum Gleichgewicht, weil der Schwanz halt ein bisschen lädiert das jetzt. So, also die beiden vergesellschafte ich gerade. Bin nur fast fertig damit. Und dies ist halt auch das Problem, damit Chichi ein wenig futterneidisch ist. Aber das kommt auch noch. Das klappt irgendwann. Jetzt zu mir. Ich bin 17 Jahre alt mittlerweile. Hier in Königs Wusterhausen zur Schule. Mach mein Abitur in der Blindenschule. Weil ich selbst bin blind. Ich kann nur noch hell und dunkel erkennen und wenn ich noch Glück habe, Farbunterschiede. Seit 2 Jahren. Mache aber trotzdem YouTube, weil ich halt auch zeigen möchte, damit auch jemand behindert ist, trotzdem das machen kann, was man Bock hat. Ja, mein Bock ist halt YouTube zu machen, also mache ich es halt. Ja, sonst noch zu mir, dass ich lebe halt auf dem Bauernhof, was mir auch viel Spaß macht, das ist schön hier. Und ich mag meine Familie soweit. Wenn ich unter der Woche im Internat bin, weil ich halt 170 Kilometer von der Schule weg wohne, pflegt meine Mama ganz lieb meine Chinchillas, macht sie auch ganz doll lieb und die freut sich auch. Und sonst ist alles okay. Ja. Das war ich so, ihr seht einfach so ein Infovideo. Ich wollte euch nur noch sagen, damit, weil ihr bestimmt fragt, was kommt, ob mein Kanal alles so richtig. Ich will halt einteils zeigen, wie man halt Chinchilla hält, weil auf YouTube gibt es nicht viele Videos über Chinchilla-Haltung. Und wenn es welche gibt, sind sehr viele entweder mit schlechter Haltung oder halt auf Englisch. Ich habe zwar auch Kanäle gefunden, die gute Haltung haben, aber es sind halt nicht viele. Da habe ich gedacht, okay, machst du das mal. Ja, und wenn wir halt meine Tiere viel sehen, wenn ich alles hinbekomme. Oder halt, was ich einfach so mal mache. Nehme ich auch einfach mal mitten Tag im Internat, wenn ihr Bock drauf habt. Weil ich finde es ja immer ziemlich lustig im Internat. Manchmal passt zwar, sind auch doofe Tage dabei, aber so lustig war es immer gut. Okay, das war jetzt so mein erstes Video auf YouTube. Ihr dürft mich aber schon auf mein nächstes freuen. Das wird nämlich ein Horn. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und einen schönen dritten Advent. Tschüss!